Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Und oh mein Gott, wir kriegen natürlich gleich wieder Besuch. Na komm, hä? Machen wir erstmal dich fertig. Selber schuld, du hättest mich nicht angreifen müssen. So. Genau, und zwar, wir müssen in das Ripper-Gebiet einbrechen und Antibiotika klauen. Vorher muss ich eben die Verbände herstellen, jawohl. So, dann schauen wir mal. Genau, wir müssen nämlich hier oben hin. Und dann schauen wir mal. Genau, das wollte ich nämlich in der letzten Folge nicht mehr machen, weil rein aus Erinnerung heraus meine ich, dass es relativ lange dauert, das zu machen, weil wir relativ tief rein müssen. Kann aber auch sein, dass ich das verwechsel. Da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, weil wir werden uns noch relativ oft hier aufhalten und sehr viel Kram machen. Jawohl, super. Nach. Natürlich schaffe ich es nicht mehr bis in das Gebäude. Ach komm. Ja, danke. Super. Wirklich, ich freue mich. Ich freue mich. Die Folge geht wieder wunderbar. Das ist wie bei der letzten Mafia 3-Folge von heute. Einfach großartig. Einfach großartig. Na, da bin ich auch direkt zu Beginn ein paar Mal verreckt. Und so setze ich das jetzt hier fort. So, da hinten haben wir nochmal so ein Zufallsereignis. Ach komm, nehmen wir das doch auch nochmal eben mit, oder? Hoppala, was willst du jetzt? Naja, komm. Das Dumme ist halt, dass sie halt so super viel aushalten. Oh, verdammt, jetzt habe ich das war's für dich. Den idealen Zeitpunkt verpasst. So, das hier ist jetzt vermutlich schon vorbei, oder? So, was seid ihr überhaupt für welche? Na Hier komm. ist doch. Ja, ich bin nämlich da. Oh, fuck. Wo kommst du denn her? Verdammt, Mann. Die hat's erwischt. So, sonst noch jemand? Lappeninventar voll. Warte mal, verbinden wir uns eben. Zack und zack. Oder? Hat er den gerade hergestellt? Ne, den hat er nicht hergestellt. Jetzt hat er ihn hergestellt. Okay, hier sind noch mehr. Da drinne. Da oben, na gut, soll er da oben sein? Wo geht's denn hier in das Haus? Schauen wir mal. Oh, das ist eine Horde. Puh. Ja, macht ihr mal. Genau, kämpft ihr beide mal miteinander. Oh. Zack, komm. So, du bist down. Und. Oh, oh. Oh, oh. Komm, raus. Raus, raus, raus. Nein, da kommt jetzt die Horde. Darauf lasse ich mich nicht ein. Das könnt ihr mal schön vergessen. Macht ihr das mal für euch da hinten? Ich verschwinde von hier. Ich verschwinde von hier. Eine Horde habe ich jetzt so gar keine Lust drauf. So. Ist der Scharfschütze noch hier? Offenbar nicht. So. Okay. Ah ja, die Brücke, da erinnere ich mich noch. Ja. Wenn ich es wirklich nicht verwechsel, dann werden wir jetzt ein bisschen beschäftigt sein. Ich glaube, wir fahren auch mit Skizzo zusammen und nicht alleine. Und ich hasse diesen Typen. Abgrundtief. Skizzo, hier ist St. John. Ich bin an der Grenze. Siehst du jemanden von meinen Leuten? Nein, Skizzo, alles sauber. Gut, wie viel Zeit habe ich? Zeit? Wofür? Ich
weiß nur, dass ich nachher Karten spiele mit ein paar von meinen Jungs. Dabei sollten sie eigentlich Wache schieben. Aber dann ist es halt mal so. Ich würde sagen, wir spielen die ganze Nacht. Also bis zum Morgen. Verstanden. Dicken Ende. Mhm. Na gut, dann fahren wir mal. Was ist das? Fahre zur Abstellung. Oh nein. Ich spoiler jetzt mal nicht, ich weiß, was da kommt. Es wird unangenehm werden. Wir werden dann sehr unangenehmen Gegner bekommen. Aber ihr werdet das dann gleich schon sehen. Habt ihr es jetzt schon gemerkt, dass ich da bin, oder? Na. Ja, ja. Ach. Wow. Ach, die haben so richtige MGs dabei. Ja. Was ist das? Das wird spaßig. Das wird richtig spaßig jetzt. So, und ich glaube, wir werden auch die komplette Folge definitiv mühelos hiermit füllen können. So, genau, jetzt halten wir schon mal ein bisschen. Da sind Männer! Ach komm. Ich war doch noch nicht mal in deinem. Warum treffe ich den nicht? Oh, der Dicke da. Fuck. Der hat irgendwie anscheinend auch nochmal so eine tolle Panzerung. Was ist das? Okay, da werden wir mit der Pistole nicht weit kommen. Das heißt, wir werden das Gewehr nehmen. So. Warte mal, machen wir erstmal den weg und den anderen auch, ne? Jawohl. Beziehungsweise wir können ja, genau, Rohrbombe. Nehmen wir die auch nochmal mit dazu. Wenn sie ihn dann treffen würde und ich nicht gleich drauf gehe. Weil wir halten halt echt nicht viel aus, ne? Also das waren irgendwie 2, 3 Treffer und dann sind wir weg. So. Aber wir behalten den Schwierigkeitsgrad natürlich bei. Wir stellen ihn nicht runter. Ist ja vollkommen klar. Ja, ich weiß auch noch, als ich das erste Mal gespielt habe, da habe ich ja auch ziemlich festgehangen an der Stelle. Boah. Das gibt's doch nicht. Vor allem der Typ selber hält da natürlich auch wieder so super viel aus und jedes Mal kommen wir wieder hier raus. Fahre zur Absturzstelle. Mhm. Wir sind unterwegs zur Absturzstelle. Ich würde ja gern hin, aber wir müssen wirklich auch die Typen erstmal ausschalten, weil vorher kommen wir nicht weiter. So, dann ist die Frage, genau, speichern wir jetzt hier einfach nochmal. Weil dann kommen wir auch wirklich hier wieder raus. So, gucke mal. Und dann können wir auch. Genau. Plötzlich mal 2 von euch. So. Ja. So. Komm schon, komm schon. Na komm, da ist er doch irgendwo, hä? So, komm. Ja, ja. Bist du immer noch da? Vermutlich, oder?
Na komm, das gibt's doch nicht. Na endlich. So, das größte Problem wäre beseitigt. Und dann der Normalo hier noch. Komm. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, verbinden. Bevor wir hier wieder drauf gehen. Na komm. Okay, so. Durchsuchen wir dich eben. Verbannt hast du, sehr schön. Ich brauch das streng. Und wer bist du da hinten? Jawohl. So, haben wir das. Munition nehmen wir natürlich mit. Genau, so, was haben wir da noch? Lappen nehmen wir natürlich mit, wir nehmen alles mit. Alles, was wir kriegen können, Kerosin natürlich. So, Munition und durchsuchen tun wir ihn auch. Gut, dann können wir dich auch nochmal eben durchsuchen, wenn du da oben liegst. Ja, dann schieben wir das Auto weg. So, komm. Damit wir hier auch durchfahren können. Und da hinten sind doch schon wieder... Ja, da ist noch einer. Okay, laufen wir eben zurück. Holen das Bike. Am sinnvollsten wäre es natürlich, wenn wir dann auch gleich direkt nochmal speichern. So, komm, speichern wir nochmal eben schnell. Komm, komm, komm. So, jawohl. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir einfach an ihm vorbeifahren können. Oder ob wir uns den Kampf liefern müssen. Na, guck mal, mit einfach vorbeifahren geht's auch. So, dann haben wir jetzt ein paar Scharfschützen, die uns das Leben schwer machen können. Wir sind jetzt halt im Ripper-Gebiet, ne? Das muss man... sich immer vor Augen halten. Das ist jetzt quasi die Rennhut, wo wir sind. Na, komm. Mit X komme ich wieder rüber. Das ist wieder das. Da spielst mehrere Spiele und dann hast du wieder unterschiedliche Tastenbelegungen. Und genau den meinte ich. Mit wir werden sehr viel Spaß haben. Schauen wir mal, was es bringt. Ah, weniger als erhofft. Und das hat jetzt gerade mal gar nichts gebracht. Ach komm. Okay. Was denn noch alles? Alles klar. So. Genau, brennen. Brennen, jawohl, sehr gut. Wird er langsamer? Weiß ich nicht, aber er verbrennt auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Durch da. Gut, das war wohl nichts. Da war zu schnell. Da hatte ich gehofft, dass sie da noch wieder durchkommen. Das weiß ich nämlich noch, das weiß ich noch, dass das meine Taktik war. So grob. Oh Mann, was für ein Chaos. So, und das haben wir schon mal gesehen. Okay, warte mal genau. Was haben wir jetzt? Die Rohrbombe. Sehr gut. Bam.
Okay, eben hat die aber, glaube ich, mehr gebracht. So, genau, dann brennst du schon mal schön. Fuck, und ich befürchte glatt, dass ich da zu früh geschossen habe. Wo ist er hin? Jetzt kommt er dahin, ne? Okay. So, laufen wir. Hopp. Oh je. Der ist halt auch nicht langsam, muss man sagen. Verdammt. Ah. Komm. Ah. Ja, komm. Müssen wir mal eben schauen. Genau, Molotow können wir herstellen. Sehr gut. Und heilen müssen wir uns unbedingt. Aber vielleicht gleich zweimal. Jetzt halt die Frage, wo er wieder rauskommt. Da, ne? So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch so ein Explosions... Da. Genau, komm her. Da, fast geschafft. Okay. Komm. Jawohl. Der hat gesessen. So, dann den Molly noch. Jawohl. Oh, komm schon, stirb endlich, du Mistvieh. Genau, guck mal, da haben wir jetzt noch so einen. Ah, obwohl da die Frage ist, ob er nah genug rankommt. Ich befürchte nämlich fast nicht. Munition. Hopp. Ach, komm. Jawohl. Verdammt doch mal. Ein hartes Stück Arbeit. Ja, der Brecher. Antibiotika. Ich muss Antibiotika finden. So, dann gucken wir nochmal. Guck mal hier. Kerosin nehmen wir mit. Sehr gut. Ja, das wird gehen. Ich muss damit zurück zu meinem Bike. Ja. Wir sind auf dem Weg. Na, dann war das doch nicht so lange, wie ich gedacht hatte. Da habe ich das vertauscht mit einer anderen Mission, aber ist ja auch egal. Wir werden hier noch mehr als genug zu tun bekommen. Und dann hauen wir hier ab, nach Norden, wie er es wollte. Genau. Natürlich werden wir das. John, bist du da? Deke, hier ist Ricky. Over. Scheiße, ich weiß, wo ich bin. Hey, Ricky, hier ist Deke. Schlechter Empfang, ich kann dich nicht hören. Deke, wo bist du? Ich brauche... Hey, es tut mir leid, Ricky, ich habe gar keine Zeit dafür. Oh, nein. Ach, komm. Ausweichen war natürlich mal wieder nicht. So, und jetzt bloß weg hier. Bevor da jetzt hier die nächsten Ripper wieder auftauchen. Ja super, jetzt bin ich außerhalb ihrer Reichweite oder was? Das musste natürlich gerade nochmal eben sein. Okay. So, schauen wir mal, was jetzt kommt.
Halt! Das ist Deacon! Hinter ihm! Du! In die Richtung! Die dürfen nicht zurückkommen! Los! Gefunden? Was noch übrig war, ja. Was übrig war? Ich habe Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätte's wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Dick? Eddie sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Boozer okay? Keine Ahnung. Wir müssen los. Oh je. Na gut, dann fahren wir mal. Was ist mit Boozer? Eddie hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Skizzo hier hochwolltest. Jetzt weiß ich, warum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle? Die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, Deke. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern teilt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn! Ich war da, der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt klingst du wie Skizzo. Skizzo, er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Skizzos Laufburschen? Nein? Wie hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Skizzo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das übernimmst. Wahrscheinlich, ja. Warum fahren wir eigentlich hier außen lang? Ich habe wir... eine Frage. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann dich mal, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay. Wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für Sie? Keine Ahnung. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der ihm nicht mehr weglaufen kann? Ne? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gebracht. Für ein paar Camp-Punkte. Jeder hat eine Wahl, Dicke. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann, der nicht hilft. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du. Nett. War irgendwo vielleicht auch berechtigt. Na dann, aber ich hoffe, es hilft dann wenigstens Boozer, was wir hier geholt haben. Das werden wir bestimmt gleich herausfinden. William! William, wenn du mich hörst, du musst aufhören! Eddie, was ist los? Boozer? Hey! Halt ihn fest. Was zum Teufel machst du da? Was machst du da? Hör zu, wir müssen das tun und zwar schnellstens. Was tun? Lass das! Oh. Ich stehe ab! Nein, nein! Deacon. Nein, du wirst ihm niemals, nein, das Deacon, tut ihm nicht hör an! Hör mir zu! Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm. Hör zu, du musst mir jetzt dabei helfen, oder dein Freund wird sterben. Okay. Wir verlieren ihn. Lass mich! Deacon. Okay. Okay, alles klar. Komm. Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Okay, hör zu, du musst bei mir bleiben. Halt ihn fest. Okay. Hier. Dick. Okay. Ganz ruhig. Okay. Okay. Oh, meine Güte. Was ist los? Wir verlieren ihn. Nein, er verliert zu viel Blut. Ihr müsst aufhören. Er verliert zu viel Blut. Gib mir den Verband. Okay. Oh, nein. Komm schon! Halt ihn fest! Alles okay, Kumpel. Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten! Einfach so okay, festhalten! Reiß dich zusammen und halt ihn fest!
warst gut da dran. Damals auf der Highschool dachte ich, vielleicht studiere ich Maschinenbau. Oder doch lieber Chirurgie. Ich hätte wohl Chirurgin werden sollen. Und du? Hey, okay. Hast deinem Freund das Leben gerettet. Ich fürchte, das wird er anders sehen. Ja, vielleicht tut er das. Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen. Weißt du, keine Ahnung, wo du das Zeug her hast. Ich will es gar nicht wissen. Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John. Sehr viele. Ich muss Eddie helfen. Mike, beruhige dich, okay? Deacon, komm raus! Ich weiß Bescheid! Es ging nicht darum, ihn umzubringen. Mike, lass gut sein. Es ist vorbei. Gott verdammt, ich weiß. Wird Boozer überleben? Keine Ahnung. Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt. Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen. Carlos kann mich am Arsch lecken. Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das. Du hattest keine Wahl. Mike! Warte! Ja, ach, Boozer wird es schon überleben. So, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Eieiei, da haben wir einige Missionen. Sind wir weitergekommen? Er hat eine Mission. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir da noch? Guck mal, da haben wir wieder ganz viele infizierte Nester. Und hier haben wir schon mal einen Teil vom... Genau, das ist die Absturzstelle hier. Da waren wir vorhin. Und so, was haben wir da jetzt? Spüre ein Nero-Feldforschungsteam auf. Ah ja. Okay, gut, das werden wir aber heute nicht mehr machen. Wir machen jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao.